Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Codenames. Hallo. Heute Hallöchen. Mit den Teams J-Ben und Andy Peter. Wie schon letzte Folge, nur in anderer Reihenfolge. Diesmal darf ich Begriffe vorgeben und Ben muss Begriffe vorgeben. Und Andy und Jay müssen die dann jeweils versuchen zu verstehen und zuzuordnen. Ich bin so gespannt. Seid ihr ready? Ja. Dann mute ich mich jetzt und Ben am besten auch und dann drücke ich auf das Start. Das machen wir so. Bis gleich. Wir sind blau und wir haben Ballett, Pfeife, gut, Musik, Schiff, Schleuder, Bach, Fingerhoch, Lippe und Spiel. Punkt, Parade, Schatten, Dinosaurier, Korb, Barren, Limousin. Ich bin schon wirklich froh, dass kein Horst dabei ist. Taste und Block. Let's go. Außerdem haben wir Park, Raum, Katze, Schwimmer, Seite, Kraft, Löffel. Ich finde die alle nicht verbunden so richtig. Also springen nicht so direkt so drei Sachen ins Auge, die dann so verbunden sind. Oh, das könnte crazy sein. Oh, shit. Pass auf, ich habe Angst, wenn ich jetzt hier... Kann ich hier draufklicken? Punkt, Block und Taste, Tetris. Das wäre crazy. Mit der Lippe kann ich pfeifen. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber... Ich habe immer so ein bisschen ein Problem... diese doppeldeutigen Begriffe dann die zweite Bedeutung, also Fest zum Beispiel ist ja das Fest, was man feiert, aber auch etwas, was fest ist. Ja, das ist viel geiler, so wenn du sowas hast. Ja, als ne, manchmal denke ich mir, was ist die zweite Bedeutung? Manche haben, also Dinosaurier hat ja nur einen, klar, aber ach, das ist, weiß ich nicht. Stell ich mich... Ja, ich verstehe, was du meinst, so Barren gibt's einmal das Turngerät und den Goldbarren. Genau, ja. Wenn man natürlich Korb auch den kannst Vorteil. Du auch kriegen, wenn du jemanden anmachst. Richtig. Also, ja. Verstehe ich. Boah, Block und Barren ist auch. Wenn da Pfeife steht, darf ich jetzt wahrscheinlich nicht Pfiff nehmen. Nehme ich mal an. Dürfte ich Pfiff nehmen? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja quasi eine Variante von Pfeifen. Ja, was, sollen wir einfach mal Wild Guess machen, was der schwarze Begriff ist, der böse? Ja. Ich sag, es ist, ich sag, es ist Raum. Raum? Mhm. Aber Blöcke, Moment. So. Dinosaurier, Parade, boah, das könnte man machen. Das könnte, oh Scheiße, ich riskiere. Ey, ganz ehrlich, so, ich. Oh! Warte mal, du kriegst Punkte, du drückst Tasten und du schiebst Blöcke. Es ist Tetris. Das finde ich, ist weit hergeholt, aber fuck it, wir riskieren das. Tetris, das ist richtig geschrieben. Stell mir vor, ich mache da jetzt einen Rechtschreibfehler. Tetris. Ich sag nicht Block. Ich sag der Löffel. Ist schwarz. Also, da. Oh, kurz, aber Ben verarschen soll. Jetzt habe ich den Löffel weggeklickt. Also, okay, Tetris. Tetris ist ein Spiel. Wichtig. So. Das ist ein Videospiel für dich, Andy. Erkläre ich dir gerne. Ah, ist das neu? Kürzlich ja, das ist gerade rausgekommen, genau. Okay. Alter, wie schnell ist er denn? Tetris? Jetzt raten. Boah, ich bin mal echt gespannt. Tetris ist schwierig. Also, aber es könnte auch total einfach sein, weil du kannst, ich finde, bei Tetris viel mehr ausschließen als reinnehmen. Also Limousine macht keinen Sinn, Korb, Schatten macht null Sinn, Barren und weil die Form eines Barrens, ne, so, aber Parade und Dinosaurier auch raus. Der wird doch safe Spiel jetzt anklicken. Hä? Was meint er denn? Spiel, ich Idiot, hab Spiel nicht gesehen, oh Gott, nein. Oh Gott. Er wird mich umbringen, er wird mich einfach umbringen, ich hab die anderen Begriffe gar nicht. Oh nein. Scheiße. Wahrscheinlich die 63. Version davon. Dann ist das für mich trotzdem... das sind Blöcke, die da runterfliegen. Mhm. Definitiv. Das heißt, ich kann schon mal spielen. Was? What the fuck? Was? Okay, das. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mich einfach auf die falschen Begriffe konzentriert.
Also nicht das, aber ich habe die anderen nicht geguckt. Oh nein. Aber warte, jetzt muss ich ganz schnell gucken. Ballett, Pfeife, Schiffschlag, auch Spiel. Wieso habe ich Spiel nicht gesehen? Wie dumm muss man denn sein? Ich dachte eben, hä? Aber Ben, Alter! Hat er die falschen Begriffe geguckt? What the fuck? Was war das denn jetzt? Ey, das weiß ich jetzt auch nicht. Safe. Ich dachte, ich kann schon mal Spiel und Block schnell andrücken. Weil das ist halt super offensichtlich. Bitte was? Och, Ben. Mach mir nicht fertig, ey. Weiß ich nicht, dass er jetzt auf die falschen Begriffe geguckt hat. Ey, da war die ganze Zeit Team Rot. Ja, deswegen. Das Problem ist, dass Lippe und Pfeife, die sind eigentlich easy zu verbinden. Zum Beispiel durch sowas wie Pfeifen. Oh nein, dass ich Spiel nicht gesehen habe. Och, Kacke. Ich habe schon überlegt, ob ich Zwitschern nehme. Oder Rauchen. Weil eine Pfeife rauchst du und rauchen tust du natürlich auch sozusagen, weil die Lippe berührt dann sozusagen beim Rauchen natürlich, hat viel mit den Lippen zu tun. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob Punkt passt da nicht, Schatten, Park, raus im Park, ja gut, Parade, Katze, Dinosaurier, Raum, Seite, Schwimmer, Block, Kraft, Taste, Löffel, Fest. Fest ist echt übel. Fest ist richtig übel, auch für die anderen, weil die noch Parade haben. Und Parade und Fest sind natürlich sehr nah beieinander. Alter, ihr werdet gefeedet hier, ey. Das ist ja unfassbar. Okay, gut. Was könnte er da mit Tetris gemeint haben? Dinosaurier, Katze und Schatten, oder? Das sind dann die anderen. Ja, oder alle Wörter, die mit T beginnen. Deswegen hat er sich für Tetris entschieden. Taste. Mit Tasten musst du drücken für Tetris. Das verstehe ich zumindest. Aber so viele andere T-Wörter gibt es nicht. Ey, es muss ja dann Block sein. Also Taste, du spielst. Aber, ja, oder Dinosaurier, das Spiel ist alt. Vielleicht hat er das irgendwie gedacht. Ja, come on, Alter. Und dann drückt er, dann gibt er mir Tetris, wenn das Spiel blau ist. Vielleicht hat er es nicht gesehen, mir ist das auch schon passiert, in dem Moment, wo ich geklickt habe auf Abgeben. Das stimmt. Ich habe mich auch bei tierisch über Mast aufgeregt. Also nicht aufgeregt, aber ich habe es auch verkackt schon. Also. Aha. Ich glaube, ich nehme mal Rauchen 2. Weil das eigentlich scheiße ist, weil Pfeife und Ballett kann man vielleicht noch mit Musik verbinden, wenn Parade weg ist. Wobei das auch nicht kommt so richtig. Also wirklich, ich schäme mich, dass ich das jetzt so falsch direkt in die Eröffnungsrunde gegangen bin. Dabei müssen wir diese Runde gewinnen. Also nicht müssen, aber ich würde schon gern gewinnen. Vielleicht kann ich erst noch was anderes Safes machen. Schiff und Bach ist beides Wasser. Punkt, Parade, Katze, Dinosaurier, Park. Ja gut, einen Wasserpark gibt es natürlich auch, ne? Schatten, Korb, Barrenraum, Schwimmer. Scheiße! Fuck, Alter, Schwimmer. Aber Peter braucht auch wieder lang. Also es ist scheinbar... Ja, der freut sich gerade. Okay, also Block und Taste. Was ist es denn noch? Okay, Punkt. Sind das Punkte? Nicht wirklich. Ballett, Pfeife, Parade, Katze, Dinosaurier, Schleuder, Schiff, Park, Schatten, Barren, Raum. Ja, keine Ahnung, man füllt ja so einen Raum, aber boah. Dann nehme ich Rauchen mit Lippe und Pfeife. Was sind denn die drei Begriffe? Also Block und Taste verstehe ich ja. Ja. Aber das andere? Was? Vielleicht ja, fest, vielleicht. Weil die sich so fest, weil die halt sich dann da festsetzen. Also ich wäre zwischen fest, weil du es, so wie du es eben gesagt hast, Punkt, weil du, aber da gibt es keine Punkte, ne? Ja, es gibt nur, ja, es sind, immer so Vierecke, Blöcke, so, ja. Die zusammengesetzt sind immer so, oh, okay, Rauchen. Rauchen. Okay. Okay. Also, Pfeife ist schon mal relativ obvious. Das ist jetzt rot. Die Pfeife ist rot. Moment, ich muss das Linksklick anklicken, aber nicht auf die... Nee, du musst nicht auf die Hand klicken, sondern auf das andere. Also genau, einfach also auf das Bild drauf. Also einfach auf die... Ja, genau okay, so. Ja. Okay. Okay, Andi, komm schon. Verstehe mich. Pfeife, sehr gut. Sehr gut. Pfeife ist schon ziemlich,
safe, würde ich sagen. Ah, siehst du, und fest ist nämlich auch, ich muss aufpassen, weil fest ist schwarz. Gott, ich muss die Regeln. Oh, ich muss aufpassen. Oh Gott. Schiff, Schleuder, Dinosaurier, Korb, Barrenraum, Bach, Limousine, Lippe, könnte sein, Kraft, Seite, Schwimmer, fest, Löffel, Taste, Fingerhut und Block. Puh. Ja, Lippe, oder? Finde ich eigentlich gut. Das kann man auch anklicken. Das finde ich gar nicht so schlecht. Hätte auch Mund nehmen können vielleicht, aber Mund ist auch wieder so. Ja, genau, Andi. Genau die beiden meine ich. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, ich tue mich da. Das ist ja viel schwerer, als die Begriffe zu raten. Das ist ja viel schwerer, als die Begriffe zu raten, die Rolle der Geheimdienstchef. Das, da sehe ich mich nicht mehr. Puh. Das ist ja wirklich schwierig. Wenn du eine Zigarette ausdrückst auf deiner Haut, dann hast du einen Punkt. Aber dann habe ich keinen Punkt in dem Spiel, weil ich glaube, das ist falsch. Was? Also ich glaube... Ja, mehr musst du gar nicht anklicken. Die beiden sind es. Die beiden sind es. Ist schon ganz gut, weil, also ganz echt, Peter wird jetzt nicht sagen, es ist Schleuder, weil wenn man raucht, dann ist man eine Dreckschleuder oder whatever man da sagen würde. Nee, dann hätte er auch sowas wie Kautabak genommen, weil das Nee, nicht Kautabak, das ist Schnupftabak. Oder ja, sowas. Da schleudert man sich doch in die Nase. Mhm, ja. Steht wahrscheinlich direkt nach dem ersten Hinweis schon so komplett. Das wird den richtig abgefuckt haben. Also ich bin da bei Pfeife und Lippe. Pfeife bin ich wirklich, also offensichtlich. Das würde da also wie Spiel bei Tetris. Ja, ich wollte gerade, deswegen habe ich aufgehört zu reden. ja, in einem Korb sind Zigaretten drin. Nee. Die sind, ja. Taste könnte natürlich Taste sein. Geschmack. Rauchen schmeckt ja, aber ich glaube, das deckt er nicht. Also das, ich bin mir ziemlich sicher, es ist Pfeife und Lippe. Das mache ich jetzt auch. Ich nehme Pfeife. Sehr gut. Und kann mal drüber gucken. Ja, komm, Andi, klicke dann. Klicke dann, Baby. Klicke dann, Baby. Sicher, sicher. ich glaube, ich würde es auch anklicken. Klicke dann, Baby. Yes! Bam! So will ich es sehen, Baby. Ja, ich nehme Lippe. Ja, sehr gut. Ich bin mir sicher, ja, dass er schön, das meinte. Ja, schön, 9-5. Das ist ja entspannt. Ja. Klick einfach alles an. Okay, hoffentlich nimmt Ben jetzt wenigstens irgendwas anderes, damit ich wenigstens noch Taste oder Block andrücken kann. Ich gehe auf, ich muss safe spielen. Ich muss irgendwie safe spielen. Ich hoffe, dass, mein gut, es gibt sowas wie goldener Löffel, Kraft, Seite, Fingerhut, Schwimmer, Bach. Also, ich überlege, die Limousine und Barren zu nehmen, wegen Gold, Barren und Reichtum mit 2 zu machen. Das überlege ich und vielleicht nimmt er auch noch Block für Tetris mit, um die Punkte zu holen, um es halt safe zu machen. Das Geile wäre, wenn er jetzt Tetris 2 nimmt. Dann krieg ich aber ein Raster, ey. Oder nochmal Tetris 3. Ich muss jetzt nur einmal safe gehen. Also, Ballett macht keinen Sinn. Parade, Reichtum, ne. Katze, ne. Schatten, ne. Park, Schiff auf jeden Fall, aber Schiff. Ah ne, Schiff ist auch noch nicht ausgewählt, ne? Reichtum, boah, siehst du, das ist das Problem, ne? Schiff würde ich jetzt viel eher an Barren machen. Ich weiß wirklich nicht, was er eben meinte mit dem dritten. Das ist mir ein Rätsel, aber vielleicht versucht das jetzt aufzuklären, weil. Hattest du Block schon angeklickt gehabt? Ja, weißt du das? Nur Block okay. Und Spiel hatte ich angeklickt. Okay. Dann hatte ich erstmal, ich dachte, dann löse ich die erstmal auf, damit ich die schon mal habe, weil die sind die für mich 100%ig richtig gewesen. Ja, ich Taste, so Block gespannt. Und Fest sind für mich die ich, glaube ich, andrücke. Na, wahrscheinlich, ja. Ich habe so Sorge, dass wenn ich auf Disney gehe, dass Park angeklickt wird. Parade. Ich weiß halt nicht, wo sonst Paraden. Thanksgiving-Parade gibt es. Wo gibt es noch Paraden? Keine Ahnung. Ich überlege, nach Papierboot zu nehmen. Statt Wasser für Schiff und Bach, um den Schwimmer auszuschließen. Schwimmer und Bach kann man natürlich gut verbinden. Schwimmer ja. Und Schiff. Boot ist Schiff, ist offensichtlich. Und Papierboot packst du halt in den Bach und nicht ins Meer. Packst du auch in eine Pfütze oder so. Boah, pass auf. Ich hab was. Leute, jetzt gucken wir. Ich nehme Parade und Limousine und ich schreibe hier Kennedy rein.
AJ, ich gehe damit all in, ohne Scheiß. Also der Mann wurde bei einer Parade in einer Limousine erschossen. Ich schreibe Kennedy da rein. Und mach's. Kennedy. Kennedy. Okay. Das ist ein Ami. Das ist ein Präsident. Kennedy ist erschossen worden auf einer Parade. Ja, Mann, Parade. Und jetzt nimm die Limousine. Komm schon, nimm die Limousine. Es war auf jeden Fall eine Limousine. Also mit einem Dach. So Cabrio-Limousine. Oder sowas in die Richtung. Ich habe nur ein bisschen Sorge, ob ich jetzt hier mit Papier irgendwas. Papierkorb. Scheiße. Das geht nicht. Okay, Parade. Yay. Gott. Ja, Mann, das hat er genommen. Das hat er genommen. Dinosaurier macht keinen Sinn. Blocktaste, Limousine. Punkt, Schattenkorb. Ich glaube, ich weiß. Was könnte denn noch Kennedy sein? Sage ich das jetzt nicht. Okay, Kennedy, John F. Kennedy. Er war Präsident der USA und wurde erschossen. Was hat er denn noch? Aber er wurde in einem Auto erschossen und Limousine ist das einzige Wort. Und ganz ehrlich, Kennedy, ich will jetzt nicht sagen, dass er nur deswegen krass bekannt ist, aber das ist das Erste, woran du denkst. Meiner Meinung nach, Kennedy ist erschossen worden in einem Auto. Nicht in Schatten, nicht in Korb, nicht in Ballett, das wäre auch wild. Nicht auf dem Schiff, nicht bei Schleuder. Der hat einen Punkt im Kopf gehabt, glaube ich, nachdem er erschossen wurde. Aber wurde er überhaupt im Kopf geschossen? Ich habe keine Ahnung. Doch, Ballett. Ja. Gibt's Kennedy-Ballett? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Hatte Kennedy Katzen? Ich weiß es nicht. Olaf Scholz hat eine Katze. Das ist ja schön, dass Olaf Scholz eine Katze hat. Ja. Das hilft mir jetzt richtig viel. Gibt's die MS Kennedy als Schiff? Gibt's den Kennedy Park? Alter, ich hab keine Ahnung. Hatte Kennedy einen Schatten? Weiß ich nicht. Ein Korb. Kennedy Korb. Kennedy Barren. Kennedy Raum. Ich bin der Meinung, da könnte man drauf kommen. Also ich bin ziemlich safe, sicher, dass das von allen Begriffen. Park könnte man noch mit reinnehmen, weil ich glaube, es war an einem Park. Aber da finde ich, Limousine ist der stärkere Tipp, weil es das Einzige ist, was ein Auto beschreibt. Und er ist nun mal im Auto erschossen worden. In Hotels gibt es gerne dann irgendwelche Räume, die nach Präsidenten benannt sind. Wir haben heute Vorlesungen oder Vortrag im Kennedy-Raum. Das dauert mir aber viel zu lange, Jay. Dass noch nicht mal irgendwo so ein Guess ist. Dass ich nicht mal nur so ein Einlogger kriege, so einen kleinen, einen kurzen. Um zumindest zu wissen, geht's in die richtige Richtung. Aber Jay hat jetzt halt auch Schiss. Weil Spiel das Offensichtlichste war bei Tetris und es einfach scheiße war. Keine Ahnung, ob der gepumpt hat wie Luca. So sah er nicht aus. Limousine. Ah! Der wurde in einer Limousine erschossen. Das könnte sein. Limousine. Er hat Limousine. Komm schon. Lock sein. Mach meine Dummheit wieder gut. Der saß doch da, der war doch da so am Winken oben auf so einer, der war doch so am Winken oben auf so einem Ding, auf so einem langen Teil, auf so einem. Aber das eine Limousine ist ja zu. Das ist ja Quatsch. Kann ich das irgendwie manipulieren? Geht das? Er hat's wieder weggenommen. Mach's wieder hin. Wieso hat er's wieder weggenommen? Wo ist es? Es ist einfach weg. Das war doch keine Limousine. Eine Limousine ist ja kein Cabrio. Das war doch offen. Jonathan, mach's wieder hin. Ja. Vielleicht war das natürlich auch ein Fest. Nein! Oh Gott. Oh mein 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 Gott. Weil die Parade zu irgendwelchen, weiß ich nicht, vielleicht war das, ich weiß nicht, wann der erschossen wurde, vielleicht zum Unabhängigkeitstag, ich habe keine Ahnung. Ey, wenn er festnimmt, ohne Scheiß, steh auf und geh. Dann nehmen wir was anderes auf jetzt. Fest, es war kein Fest, Digga. Oder doch, es war, ja. Nimm die Limousine, boah, bitte nimm nicht fest. Aber es ist auch schwer. Und ich bin scheiße in dem Spiel, ich sehe es ja ein. Er nimmt Taste und Block, nimm fest da weg. Fest da weg. Taste und Block klicke ich schon mal an. Für Tetris. Aha, ja. Jay, ohne Scheiß, ich stehe auf. Ich stehe. Nimm fest da weg. Halt es fest, aber nimm es weg. Jetzt könnte ich natürlich einmal gamblen auf fest, weil fest ja auch das dritte Wort war.
von. Ich mache erstmal Block. Bei Tetris ist ein Block. Nimm's weg! Nimm die Limousine! Und dann drücke ich Taste, weil Taste ist das zweite. Bei Tetris noch übrig. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was Kennedy da ist. Also das... Ja. Ja, okay. Also ich weiß nicht, was er mit Kennedy an zweiter Stelle noch meint. Boah, ich schwitze. Das ist, ich halte das nicht aus. Aber er hat tatsächlich die Punkte geholt. Aber er hat... Oh, es gibt ja auch die Schiffe, die werden ja auch nach Präsidenten benannt. Ja, also Alter, die, come on. Die USS Kennedy gibt's, glaube ich, schon. Ja! Alter, es gibt bestimmt auch die USS Trump mittlerweile oder so. Was weiß denn ich? Ja, oder ich USS... Oder USS Nixon, USS Washington, was weiß ich, USS Bush. Keine Ahnung, was da alles gibt. Ich würde am liebsten jetzt Feedback geben. Stark, Jay! Aber ja, fest, ja. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig, weil ganz viele Sachen auch ganz nah beieinander liegen. Ne? Diese scheiß Katze. Das, also, dass ich einfach Spiel übersehen habe und das der erste Guess war, das könnte kriegsentscheidend hier heute gewesen sein. Und das muss ich leider 100% auf meine Kappe nehmen, ey. Das ist ja furchtbar, dass das so ist. Ich muss mir aber trotzdem Gedanken machen, wie ich die nächste Runde angehen soll. Diese Flugzeugträger werden, glaube ich, nach Präsidenten benannt. Ja, aber ich, also ich will jetzt hier nicht, also er saß auch in einem Auto, als er erschossen wurde. Also ja, deswegen meine ich ja. Es ist schwierig. Aber wie gesagt, eine Limousine ist für mich halt, also man sagt ja auch, es gibt bei BMW gibt es einmal den Dreier in der Limousinenfassung oder in der Kombifassung. So. Die Limousine ist das, die halt quasi so aussieht wie dieses Standardauto. Nur, dass eine Limousine für mich halt auch dieses länglichere ist. Mhm. Auto. So, das ist für mich eine Standard-Limo. Aber natürlich, ich weiß natürlich nicht, ob es gibt bestimmt noch eine Cabrio-Limousine. Was weiß der nicht? Ich habe auch die Sorge, wenn ich jetzt Geschick eingebe für Ballett, das wäre dann für Ballett, Schleuder und Fingerhut, dass er dann als erstes die Katze anklickt und dann habe ich nicht so viel gewonnen. Ich weiß, dass Ben sich ein bisschen mit Autos auskennt, aber ich wüsste, glaube ich, was ich nehmen würde, aber ich würde da auch schwanken zwischen Schiff und Limousine. Moment, du hättest Schiff und Limousine genommen oder Limousine? Ich glaube schon, ja. Also man könnte natürlich auch festnehmen wegen Parade, aber dann hätte, warum soll er dann Kennedy nehmen? So, es ist, also ja. Ich weiß nicht, vielleicht weiß er, dass er halt am Unabhängigkeitstag erschossen wurde. Ich weiß nicht, wann er erschossen wurde. Warum ist er überhaupt auf einer Parade? So, das wird bestimmt irgendeine Festlichkeit sein. Jeden Fall. Der ist ja da irgendwie rumgefahren. Ich glaube, in Texas war das. Gut, aber bei Fest und Parade, dann hätte ich einfach Karneval genommen oder sowas. Karnevalszug. Ja, genau. Warum soll er dann Kennedy nehmen? Also da fuckt mich die Katze ab. Bei meiner anderen Idee, Schiff und Bach zu verbinden, fuckt mich der Schwimmer ab. Weil Schiffe natürlich nicht am Bach fahren. Das ist halt das Problem. Schiffe fahren auf Flüssen oder auf im Meer. Papierboot macht mir der Papierkorb einen Strich durch die Rechnung. Tretboot ist das Problem, dass die eigentlich nicht auf dem Bach fahren, sondern am See. Ich hab Jay im Team, ich gehe auf Sport. Die Raptors, Digga. Die Raptors sind ein NBA-Team. Korb und Dinosaurier mit 2. Das ist mein nächster Guess. Und Punkt. Und Punkt. Ja, das ist halt alles nicht auf dem Bach. Sowas wie Floß. Sowas alles. Schwimmen kann ich nicht nehmen, da ist ja auch Schwimmer. Wasser kann ich nicht nehmen, da ist fucking Schwimmer. Korb und Dinosaurier müssten, wenn er das NBA-Team kennt, aber ich weiß, der Jay guckt gerade NBA, deswegen, es ist ja so ein bisschen wie Poker, man muss ja jetzt sein Teammitglied spielen. Man spielt ja nicht die Gegner, man spielt ja hier kurioserweise sein eigenes Teammitglied. Ich glaube, ich nehme aber Tretboot in der Hoffnung, gibt's das überhaupt? Nicht, dass ich das jetzt hier gerade falsch im Kopf habe. Ja, sieht richtig aus. Tretboot. 2 für Schiff und Bach. Oh,
Also drei jetzt direkt richtig, hättest du jetzt auch nur mal wieder eins richtig haben können oder so. Das ist schon ganz gut. Und Peter denkt auch sehr lange nach. Er hat ja eben auch die Zeit gehabt. Hm. Ich hoffe wirklich, weil meine Taktik eben war, und das habe ich mir aus den Kommentaren gezogen von der Folge vom vorletzten Mal sozusagen, als ich mit Bram zusammengespielt habe, dass ich nicht so viele Sachen immer auf einmal verbinden soll. Ich habe immer versucht, so ein Dreier, Vierer direkt zu machen, aber manchmal ist es auch gut, nur Zweier zu machen. Das stimmt. Manchmal geht das, manchmal nicht. Ja, genau, und deswegen, man darf nicht zu greedy werden. Und ich hoffe, dass Peter das auch berücksichtigt und nicht jetzt gleich hier einen Fünfer raushaut oder so weiter. Das wäre witzig. Ja gut, keine Ahnung, so Wasser 3 kannst du halt relativ easy machen jetzt, wenn es Schiff, Bach und Schwimmer ist, so Tretboot. Oh Gott, okay, es ist sogar irgendwas mit Wasser. Okay, also ein Boot ist ein Schiff. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, ist Tretboot als Wort gemeint oder meint er Boot für Schiff und Treten für mit Kraft oder fest? Genau, scheiße. Okay, gehen wir mal durch. Oder durch Punkt. Man schleudert. Ja, scheiße, das gibt's nicht. Wieso klingt der nichts an? Also Schiff ist für mich relativ eindeutig. Das mache ich auf jeden Fall schon mal. Ach, Gott sei Dank, wenigstens Schiff. Oh, mein Herz, Freunde, mein Herz. Was tut so weh? Was klickst du noch an? Schwimmer, kann natürlich sein, aber warum dann Tretboot? Dann hätte er ja auch irgendwie Kahn. Nee, Kahn. Olli Kahn. Irgendwas anderes nehmen können. Warum ausgerechnet Tretboot? In Parks gibt's, wenn es Seen gibt, gibt's oft Tretboote. Das stimmt. Andi, ich bin verzweifelt. Klick noch was an. Fest, ja, feste Treten. Nee, klick nur was Richtiges an, bitte. Seite, Schwimmer, Bach. Ja, auf dem Bach. Ja, das ist natürlich jetzt wieder auch scheiße. Du kannst, also die Argumentation mit Park kann man genauso auf dem Bach auch anwenden. Park und Bach ist für mich sehr ähnlich. Okay, an die beiden Sachen denkt er noch. Fair. An Park habe ich gar nicht gedacht. Scheiße. Weil du Tretboot im Park fährst, siehst du, guck mal, diese Gedankengänge habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht. Nimm Park. Klick erstmal Schiff an und dann 50-50 und dann weißt du, was das andere das richtig ist. Das ist okay für mich. Wenn das so läuft, ist das okay für mich? Wobei ein Bach ist schon ein kleiner. Ein Bach ist ja wirklich klein. Also ich assoziiere mit einem Bach, ich glaube, ein Bach ist in der Definition ein kleiner Fluss. Also wirklich sowas ganz Kleines. Also ein Rinnsal wäre noch kleiner. Dazwischen kommt Bach und dann kommt Fluss. Für mich so ist das ein Musiker. Nein, scheiße. Der Bach war der Richtige. Also vielleicht den Bach dann doch wieder weg. Ich gehe auf jeden Fall mit Schiff, weil das ist für mich obvious. Nimm Park. Also es könnte natürlich auch, aber Schwimmer, nee, das. Also ich mach's mal kurz, damit Peter das sieht, dass ich das mal angedacht habe, aber ich glaube es nicht. Ich muss den Park nehmen. Ich mach's. Ah, scheiße. Ich hätte auch den Park genommen. Fuck. Aber Jay hat noch fest im Hinterkopf, das könnte mir helfen. Schön, dass ihr auch mal was struggelt, ey. Was ein Glück. Aber immerhin nur so ein graues Ding und nicht einen von euch. Also, oder ja, den bösen Begriff. Oh. Ich hätte aber auch Park genommen, weil ich finde halt, Schwimmer oder Bach ist genauso gleichwertig bei Tretboot wie Kraft und Fest für mich. Jawohl. Da, guck da aber aus der Wäsche so. Ich freue mich halt dafür, was soll ich sagen? Es tut mir leid, aber ich bin halt einfach einer so. Pass auf, jetzt nochmal um meinen Gedankengang. Damit es nachher nicht wieder heißt, weißt du, der Typ ist wirklich nur voll scheiße. So. Ja, ein bisschen, den Spielfehler am Anfang so, ey, das bin halt auch zu 100% ich. Ich sehe dann 20 Wörter und im Nachhinein zähle ich und es sind 25. Das ist halt Problem so. Jetzt habe ich aber einen Gedankengang. Pass auf, wie folgt. Jay guckt gerade NBA. Das weiß ich. Das hat er mehrfach getwittert. Und Jay ist sehr sportinteressiert. Und ich glaube, ich bin fest davon der Überzeugung, dass er weiß, dass die Raptors ein NBA-Team sind. Also ja, okay, es kann Schwimmer sein, es kann Kraft sein, es kann Fest sein. Kraft und Fest habe ich jetzt nicht angeklickt. Das heißt, Peter weiß nicht, dass ich darüber nachgedacht habe. Vielleicht nimmt er beim nächsten Mal einen Begriff
wo ich dann direkt weiß, Kraft und Fest. Ich habe das jetzt einfach mal im Hinterkopf. Aber, warum dann Tret? Da muss es ja das Treten sein. Es muss, weil wenn du Schwimmer und was soll ich, Schiff machen willst, dann kannst du ja, da kannst du auf jeden Fall einen anderen Begriff nehmen, der eindeutiger Boot, ist. Als Angelboot. Angelboot, ja, irgendwie sowas, ja. Der Raptor ist ein Dinosaurier. Mit Körben spielen und Punkte erzielen und ich werde das riskieren. Ich werde riskieren, dass er Punkt, weil Punkt hatten wir eben schon bei, ich will weg von dem Fest so. Fest ist jetzt mit Limousine und Fest, also da habe ich wirklich Schiss, dass er das macht und ich probiere das jetzt einfach und ich hoffe einfach, dass ich mit dem NBA-Ding Raptors, dass ich mit dem NBA-Team richtig bin. Ich hoffe, dass ich damit keine Regeln verletze, aber meiner Meinung nach ist ein Teamname ist ja nicht so, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Oh Gott. Man könnte Ballett und Bach noch kombinieren mit komponiert. Raptors? What the fuck? Raptors. Okay, Raptors. Raptors sind Dinosaurier? Ja. Yeah. So. So, Dinosaurier, jetzt nimm den Korb. Jetzt nimm den gottverdammten Korb. Du bist doch hier unser NBA-Sportsman. Also wenn das jetzt nicht, wenn das blau oder weiß gewesen wäre, wäre ich aufgestanden gegangen. Okay, die Raptors. Das sind Basketballspieler. Also, es gibt die Toronto Raptors, glaube ich, heißen die. Aber ich weiß auch, dass Ben sich in dem Bereich auch auskennt. Also, das heißt, die werfen Körbe. Ja, er hat den Korb. Nimm ihn! Komm schon, wir rauschen das Ding rum. Du denkst wie ich. Wir denken gleich. Aber woher weiß er, dass ich gerade zufälligerweise mich dieses Jahr das erste Mal beim Leben mit NBA beschäftigt habe? Das ist ganz schön lucky. Kann da unmöglich ruhig werden. Ich finde das immer krass, wie die Jungs dann da sitzen teilweise und so. Ich bin voll angespannt. Voll krass gerade so. Ich bin zu hibbelig. Okay. Also, Punkt. Gut, vom Punkt kannst du natürlich auch einen Korb werfen. Gibt es einen Punkt beim Basketball? Gibt natürlich einen Punkt, weil die Raptors Punkte werfen. Und Punkt. So, komm. Wenn er jetzt so einen Klick macht wie Bow, Bow. Katze. Raptoren, sagt man, sind irgendwie, waren die nicht irgendwie so schlau wie Katzen oder so eine Scheiße? Habe ich das nicht irgendwie in einem Jurassic Park im Hinterkopf? Weiß ich gerade nicht. Schleuder. Ja, gut, zur Zeit, wo die Raptoren gelebt haben, haben die vielleicht mit Schleuder gekämpft, die Menschen, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt damit so sehen. Boah, das ist, glaube ich, ein starker Gedanke. Ich weiß, dass Jay der Mann des Basketballs ist. Er ist der Mann der Sportabos, der nächtlichen Zeitdifferenz, Sportspiel-Guck-Nächten, das ist er. Er weiß, dass in Körbe geballert werden und Punkte erzielt werden. Es ist Moment. In der Zeit, wo die Dinosaurier gelebt haben, haben die Menschen gegen die gekämpft. Waren das da nicht irgendwelche Affen oder sowas? Also ich glaube, also so das war ein paar Millionen Jahre Menschen davor. Ja, okay, nee, dann glaub, vielleicht auch nicht. Ja, dann halt nicht. Ich finde, da muss geklickt werden, Jay. Da muss jetzt einfach mal geklickt werden. Schleuder könnte trotzdem sein wegen Basketball. Also ich würde jetzt keine falschen Tipps geben. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es den Ford Raptor gibt. Das ist zwar keine Limousine, aber das ist ein Auto, weil wir ja eben über Limousine nachgedacht haben. Aber der baitet mich hier in alle Dinger rein. Aber hätte ich Raptors als erstes genommen, hätte er auch Spiel genommen. Also mit Spiel habe ich es heute komplett verkackt, bin ich ehrlich so. Limousine, klar. Jetzt, nachdem du mir gesagt hast, Kraft, nee, Seite, boah, ja gut, Basketball, nee. Und die Limousine, wenn er das macht, Jay, ohne Scheiß, also wenn du das machst, dann flipp ich hier völlig aus. Ich flipp aus, wenn du das drückst. Weg von Fest. Katze. Nein! Katze nicht! Wieso Katze? Okay, mal jetzt den Korb. Ja, das ist, glaube ich, das. Ja. Ja, und jetzt wird's und schwierig. Und ich sag Punkt. Nice. Ah, echt? Nicht Katze. Boah, crazy. Und ich hau die Limousine noch raus für Kennedy. Weg von der Katze.
Der hat Limousine getippt. Ey, Jay, wie krass ist es gerade? Jawohl! Ah, shit. Let's go! Nice, Ben! Nice! Okay, damit ist Kennedy jetzt auch raus. Okay, jetzt haben wir noch einen Zweier, der noch nicht bekannt ist, glaube ich. Stark. Wie krass ist es gerade? Was waren das? 4 Punkte in einer Runde oder was? Wuhu! Geil. Statt bei 9-5. Das ist jetzt natürlich blöd, ey. Jetzt habt ihr Druck, weil jetzt muss der Vierer kommen, ne? Oh, das war eine starke Runde, Junge. Das war eine starke Runde. Och, schön. Geil, ey. Außer, das ist so quatschig zu verbinden, aber irgendwie kriegt man uns zwei ja immer verbunden, also. Es ist halt nicht zu verbinden. Ballett, Schleuder, Fingerhut. Ich denke an die Steinschleuder, ich denke an Schleudern von Waschmaschine, Fingerhut brauchst du beim Strecken oder Häkeln und so. Ballett, ist klar. Man kann im Ballett mit Bach kombinieren, dann hast du Komponiertes oder komponiert. Das sind Komponisten und das, was komponiert wird. Was ist noch ein Barren? So, wie heißt es, wo die Leute immer sagen, danke für die Barren? Das ist doch auch sowas hier, TikTok. Danke für die Barren, sagen sie immer. Danke für die Barren. Schleuder und Fingerhut wüsste ich nicht mal, wie ich es kombiniere, aber wir müssen jetzt eigentlich ausmachen, weil sonst Ben Schatten mit Barren kombiniert. Aber wenn ich jetzt Ballett, Schleuder und Fingerhut mit Geschick 3 versuche zu kombinieren und in der Hoffnung, dass Andi dann noch Bach anklickt, das ist so eine niedrige Chance zu gewinnen. Weil die Katze halt auch noch da ist. Ja, bei Geschick wird der Katze auf jeden Fall anklicken. Schatten ist easy. Ich könnte halt auch auf 1 gehen, einfach dunkel 1. So, irgendwie sowas. Solange er nicht auf Fest klickt, ist alles cool. Und auf Katze. Wieso auf Katze? Gibt es eine Basketballmannschaft mit Katzen? Cats? Die Bobcats? Nee, das ist aber ist das Basketball? Ich weiß nicht. Oh Mann, ich hoffe, Peter macht das jetzt irgendwie. Von mir aus macht er auch einen Dreier und hofft dann darauf, dass das mit dem Zweier bei euch gleich nicht klappt. Das könnte ich ihm auch verschmerzen. Man könnte so Metersachen machen, ne? So Mitte. Ich glaube aber, das wäre Schummelei. Die dunkle Mitte so. Nee, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Ich glaube beim Tretboot, er meinte Kraft. Weil das ist mir noch näher als Fest. Weil Kraft, du brauchst Kraft, um zu treten. Ich fange schon an, so Wörter rückwärts zu lesen. Nerab. Das ist hier wie Drake, ja, der Rapper. Ja, der ist, rückwärts ist das der Eckhart, oder nicht? Ist das nicht so, Eckhart? Eckhart! Ja, Drake! Lustig. Und bei Geschick könnte er natürlich auch Schwimmer anklicken, ne? Das könnte der auch als so, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel Geschick man als Schwimmer braucht, aber das könnte natürlich auch noch ein Hinweis darauf sein. Aber ich weiß nicht, wie ich die 4 Sachen jetzt hier verbinden soll. Das ist alles gerade ein bisschen schwierig für mich. Man könnte natürlich auch darauf spielen, dass du sagst, okay, ich verbinde Ballett und Bach und hoffe mir, dass die Schatten und Barren nicht kombiniert bekommen. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber wir machen das einfach mal. Komponiert. Okay. Aha, oh mein Gott. Fucking Bach. Also in einem Bach fahre ich nicht Tretboot, Peter. Tut mir leid. Nee, also das muss er mir auch wirklich erklären. Also da bin ich bei dir. Er hat den Bach schon mal, der Andi. Sehr gut. Aber Ballett, das komponiert man ja auch sozusagen. Aber Saite könnte auch sein. Das ist richtig, aber ja. Warum nimmt er komponiert? Warum nimmt er nicht einfach Musik, wenn er Bach und Ballett verbinden will? Ich habe für beide was. Gold in die Mitte und Dunkelheit für Schatten. Das wären 2 Runden. Das ist halt ein Risikospiel. Je nachdem, vielleicht verkacken sie jetzt, dann würde ich so machen. Komponiert ist so wie Bach komponiert. Und vielleicht gibt es noch einen, weiß nicht, Jeffrey Barren, der auch mal richtig geile Musik gemacht hat. Ja, also ich kenne Joachim Fingerhut, das ist ein Schweizer und der hat damals die Nationalhymne von Afghanistan komponiert, meine ich. Meinst du dich zu erinnern, ja? Ja, habe ich mal gehört in so einer, was war das, Quizpoker oder so, was hieß diese Sendung? Ich glaube, irgendwie sieht der, also ich, vielleicht kann man ein Ballett nicht komponieren. Also ganz ehrlich, ich krieg weiß, das jetzt mal. Nicht weißt? Also Ballett könnte sein. Ah,
Sehr gut. Es könnte auch die Seite sein. Aber ich glaube, er meint das nicht. Seite. Seite? Von einem Instrument oder was? Also es hätte Musik genommen. Musik würde auch gehen mit Bach, würde auch gehen mit Ballett, würde auch gehen mit Seite. Warum nimmt er komponiert? Bach ist ein Komponist. Gibt es noch andere Bach würde ich auf jeden Fall anklicken erstmal, damit er schon mal safe hast. Ja, ja, das mache ich auch anders. Gleich. Ja, ja. Das mache ich auch gleich, weil wenn das jetzt falsch ist, doch falsch sein könnte, so wie das Spiel, dann kann ich nicht mehr gut überlegen. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es auch einen modernen Komponisten, so von Ed Sheeran oder so, der bekannt ist. Der heißt irgendwie Joachim Fingerhut. Ja, Joachim Fingerhut oder Magdalena Schatten oder whatever. Magdalena Schatten. Weiß ich ja nicht. Seite musst du nicht anklicken. Klick die anderen an und dann können wir hoffen, dass Ben nicht Schatten und Barren kombiniert bekommt. Ich fand den Ford Raptor sehr nett. Also ich würde auf jeden Fall Bach nehmen. Ja, ja, und dann... Ja, das ist die Frage. Ich finde, Ballett ist choreografiert und nicht komponiert. Ja. Die Seite ist komponiert. Also ja, weißt du, was ich nehmen würde. Hm, ja. Aber jetzt bin ich gespannt, weil zwei sind natürlich viel zu wenig, um zu gewinnen. Das heißt, Ben macht mir jetzt keine Einser. Aber das scheint so scheiße zu sein, in Peters also Augen, dass er euch einen Zweier gibt. Ja, ich glaube auch, also ich denke wirklich, es bringt mir jetzt nichts, darüber nachzudenken, was meint er mit komponiert, zwei Stück und dann noch, was meint er eben mit Tretboot und dass das dritte ist, weil er wird Bach gemeint haben. Das heißt, ich kann jetzt auch wirklich nur zwei anklicken, es macht keinen Sinn, drei zu nehmen und ich glaube, du hast recht, es ist wahrscheinlich die Seite. Ich nehme jetzt erstmal auf jeden Fall Bach, weil das ist so sicher. Ja, er hat Ballett weggeklickt. Oh. Wenn du halt ein Musikinstrument spielst, was hast du dann vor dir stehen, im Notenblock oder was auch immer? Ja, wie das Ding heißt. Und das sind Seiten. Und da sind die Seiten, die Musikteile. Kenne mich damit nicht aus. Die Noten sind komponiert auf einer Seite. Also. Ja, du brauchst, also einen Fingerhut braucht man ja auch nicht zum Schreiben oder zum Malen mit einer Feder, sondern zum Nähen. Oder es ist halt auch die Pflanze. Aber ich glaube, es muss die Seite, ich klicke die Seite jetzt an. Das gibt es nicht. Was ist das? What? Ich hätte 100% auf die Seite angeklickt. Da bin ich voll bei dir. Jetzt bin ich wieder dran, ne? So. Aua. Was? Meint er dann doch Ballett? Aber ich finde, Ballett ist choreografiert und nicht komponiert. Ja, und dann hätte ich Musik genommen. Weil dann wäre es eindeutig. Weil zu Ballett tanzt man zu Musik und Bach ist ja wohl Musik. Ja, oder Musikschule oder irgendwie sowas. Ballett, Schleuder oder Fingerhut dürfen wir auf gar keinen Fall haben. Katze, Raum, Kraft, Schwimmer, Löffel ist auch scheiße. Bringt uns nicht weiter. Wir haben einen Punkt Vorsprung. Vielleicht dachte er, dass ich bei Bach mehr an den Fluss denke und gar nicht auf den Komponisten komme. Als ob man nicht auf... Wie dumm denkt er, dass du bist? Come on, Alter. Du, nee. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, so viel also allgemein... bis du Bach Komponist gesagt hast... War mir das auch gar nicht so offensichtlich. Also das hast du, glaube ich, bei Tretboot irgendwo gesagt. Ja, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber es wäre mir vielleicht jetzt eingefallen, hätte er Musik genommen. Aber das, also was? Also jetzt wird's richtig schwer für uns. Ich habe lieber einen Safe, als dass er dann Schleuder oder so mit reinpackt. Boah, Jay, wir machen was. Wie machen wir es jetzt? Jetzt müssen wir wirklich mal gucken, wie wir was machen. Also Schatten ist, glaube ich, einfacher, weil Ballett immer noch da ist. Das ist das Hauptproblem. Deswegen, ich werde Schatten nehmen. So, und Schatten ist halt, Schatten gibt es bei Dunkelheit, wenn jemand steht. Ein Barren wirft natürlich auch einen Schatten, aber da kommt man nicht drauf. Man muss hier safe spielen. Man muss hier einfach safe spielen. Aber ich bin bei dir. Ich hätte bei Tretboot und Komponiert genauso angeklickt wie du. Also, ich finde, mal gucken, wie Peter sich da erklärt, aber da bin ich bei dir. Ja. Ja, also das will ich gleich wirklich verstehen. Oder wir sind beide gleich lost. Das kann natürlich auch sein, weil alle sagen immer in den Kommentaren, ich bin scheiße in dem Spiel. Das sind natürlich die Besten jetzt hier zusammen. Ja, das aber ich sehe halt auch nicht, dass die Schleuder Fingerhut in einer Runde machen. Ich riskiere das einfach. Nachher habe ich die Regeln wieder nicht verstanden, aber pass auf, Dunkelheit. Oder, warte, Licht, warte mal, Licht... Schleuder, Katze, Barren, Raum, Licht, Kraft, Licht, Schwimmer, Licht, Löffel, Licht,
Dunkelheit wäre Löffel, nein. Dunkelheit Kraft, nein. Dunkelheit Schwimmer, nein. Dunkelheit Fingerhut, nein. Dunkelheit Schleuder. Dunkelheit Ballett. Dunkel. Aber ganz ehrlich, also so, manchmal, ich habe mir die Folge auch vom vorletzten Mal mit Bram zusammen, als ich da gespielt habe, habe ich mir auch nochmal ein Video angeguckt. Da habe ich auch teilweise gedacht, wie kann man nur, also auch über mich selber. Aber wenn man hier so sitzt, denkt man, es ist so offensichtlich, was wir beide gerade sagen. Es kann nichts anderes sein. Also, es ist wirklich nicht so einfach. Irgendwie Schatten und Barren oder sowas. Ah, nee, in Dunkelheit gibt's kein Licht. Gibt's keinen Schatten, das geht ja nicht. Licht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich spiel safe, keine Ahnung. Ich spiel safe mit 1. So, was soll ich machen? Keine Ahnung, ey, es ist halt schwierig. Es ist ein Witz. Ja, okay, das ist ja wohl offensichtlich. Licht und Schatten. Ja. Ballett nicht, Katze nicht. Schleuder nicht, Raum. Baum. Baum, Barren. Das ist wirklich schwierig, aber Barren kriege ich da nicht mit rein. Ja, mach Schatten, let's go. Komm, dann kriegen wir zumindest einen safen Punkt. Er hat auf jeden Fall direkt den richtigen Riecher gehabt. Nicht Raum. Mm-mm. Muss Schatten sein. Ja. Warum gibt er mir den? Ist das zum Kotzen? Licht und Schatten, Licht macht Schatten, das ist das Offensichtliche. Ja, das ist ja. Sehr gut, sehr gut. Das ist das Offensichtliche und wir spielen hier taktisch. So, und jetzt gleich holen wir den Barren rein. Klick nichts Falsches. Okay, das heißt, Kraft und Raum ist es nicht. Jetzt gehe ich wild rein oder ich gebe ab. Das ist natürlich 1, jetzt ein 2, hohes 3, Risiko. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guck mal, eine 1/10-Chance. Das ist total schwierig. Auf Barren wird man im Leben nicht kommen. Boah, ich hätte schon Bock, da einfach jetzt random reinzugessen, ne? Aber ich werde jetzt random da reingessen. Ernsthaft? Was Scheiße. Passt man, was kann man nicht mit Licht, was passt nicht mit Licht zusammen? Will Jay einfach mal guessen vielleicht, in der Hoffnung noch einen zu erwischen. Das wird nicht funktionieren, wenn du Kraft oder Raum anklickst, aber Kraft fände ich nicht schlimm. Ich meine, er kann ja raten, so ist es nicht, aber es ist halt total, also ich hätte es im Leben nicht kombinieren können. Also auch mit nichts außer Ballett, was da steht. Katze, keine Ahnung. Katzenohren, Schleuder, das macht null Sinn. Und ich glaube, dass sich die Taktik jetzt auszahlen wird, dass nämlich Andi es nicht hinbekommt, 3, also Fingerhut, Schleuder und Ballett in einer Runde. Das, ne. Ja, im Prinzip muss ja was finden. Ballett ist euers. Das heißt, was Ballett Licht? Ist, krieg ich nicht ja. an. Was passt nicht mit Licht zusammen? Licht und Fest kannst du zusammen verbinden. Licht und Löffel. Puh. Löffel. Löffel, der goldene Löffel aus Gold, Barren, Licht. Schwierig. Was habe ich am ersten? Tetris hatte ich. Und Barren könnte immer noch wegen Tetris der Barren sein, so. Der da runterfällt. Licht und Kraft, Licht und Raum. Das kannst du beides irgendwie, Lichtschalter oder sowas. Das kannst du beides verbinden. Licht und Kraft, da kannst du, keine Ahnung, Sonnenstrahlen oder was weiß ich. Das geht irgendwie. Licht und Barren. Also, Löffel, Barren. Licht und Barren. Keine Ahnung, Goldbarren. Weil er so scheint. Nee, da komme ich nicht auf Licht. Ja. Ballett ist weg. Katze und Licht. Katze und Licht. Ja, keine Ahnung, da hast du so... Laserpointer. Ja, irgendwie sowas. Ja. Gab's schon mal einen Hinweis auf Barren? Wegen Tetris. Meinte er wegen Tetris? Licht und Schleuder. Ja, keine Ahnung, passt vielleicht auch. Licht und Schwimmer. Keine Ahnung, machst du... Nachtschwimmen. Nee, schwimmen geht ja nicht. Nacht. Weiß ich nicht. Nacktbaden. Keine Ahnung. Nein. Fingerhut. Fingerhut und Licht. Das ist auch Pflanze. Ich mach Löffel oder Barren. Okay. Also Jay, keine Ahnung. Wenn du jetzt auf Barren klickst, weiß ich auch nicht. Werde ich mich verbeugen, kurz jubeln. Aber nachvollziehen, da bin ich wirklich auf die Erklärung gespannt. Ah, jetzt klick nicht Barren an, Alter. Ich habe gerade wieder eine Chance für uns gesehen. Ihr spielt mit meinen Gefühlen, Leute. Okay, komm, ich mal jetzt Löffel oder Barren. Okay, was nehmen wir? Löffel oder Barren? Ey, vielleicht ist das auch das Schwarze, aber ist mir scheißegal. Ja, ja. Ich will das jetzt haben. Licht. Licht und Löffel. Reflexion im Löffel. Barren.
kann auch reflektieren. Licht oder Löffel? Kochlöffel, Lava, Lichter, nee. Lichter, Lichter, Lava, Lichter, lecker. Lava, Lichter, lecker. Kochlöffel. Machen! Ja! Das gibt's ja, nicht, Alter! Jawoll! Das heißt, Jawoll! Wie hast du das denn gemacht? Wie geil ist denn das? Es ist ein Fachen! Er hat random gegessen, der Witzer, Nein, ich hab nicht random gegessen! Das stimmt nicht! Das stimmt nicht! Ich hab geguckt, was nicht auf gar keinen Fall zu verbinden ist mit dem, was Schatten stark ist und Licht. Stark, ey. Also ich hab, muss auch sagen, ich hab am Anfang ja auch direkt verkackt. Ich hab Spiel einfach nicht gelesen. Ich dachte mir, hä, wo kommt das Wort auf einmal her? Ja, das haben wir uns schon gedacht, Gott. Ja. Boah. Als ob der Barren rot ist. Oh mein Gott, das war ja so lucky. Das war insane, ohne Scheiß. Play also das war game, wirklich insane. Holy shit. Das, ich dachte gerade, wieso klickt denn der jetzt Barren an? Wieso, what the fuck? Ja, ich also, hab einfach muss sagen, geguckt, was ist, halt nicht mit Schatten zu verbinden ist. Ja, es war schon in Ordnung. Er hat sich's hergeleitet. Also, das war schon krass. Gut gemacht, aber das hätte ich mich nicht getraut. Also, krass. Das war wirklich. Also, ich habe nicht gedacht, so spiele ich Taktik, weil ich die anderen Begriffe ja gesehen habe und habe mir gedacht, so, ey, das ist schwierig jetzt für dich in der nächsten Runde, das zu kombinieren. Da habe ich gedacht, nee, ich gehe auf einen Begriff, den hat er auf jeden Fall. Und ich hatte so Angst, weil er ja schon mal fest irgendwie drin hatte und so, boah. Aber Raptors war gut und Kennedy war gut, fand ich. Kennedy mit der Limousine hätte man auch drauf kommen können. Ja, Kennedy wolltest du Limousine haben und... Und Parade. Ja. Parade, okay. Aber wurde der denn nicht in einem Cabrio erschossen? Ja, aber es war eine Cabrio-Limousine. Also es war schon so ein langes Auto. Okay, ich hatte da eher Angst, dass der auf dem Unabhängigkeitstag erschossen wurde oder sowas. Auf dem Fest. Ja. Und als du dann fest eingeloggt hast, habe ich gesagt, so, ich glaube, ich mache hier aus an der Stelle. Und bei Raptors hast du 10 von 10 Glück, dass ich mich das erste Mal dieses Jahr mit der NBA beschäftigt habe. Ja. Sonst hätte ich niemals, wäre ich auf Korb und Ja, Punkt genau, gekommen. Und ich wusste das. Das war das Ding. Ich habe überlegt, mit wem spiele ich und was macht Jay gerade. Und ich weiß, der Jay hat vor ein paar Wochen getwittert, ich habe mein NBA-Abo und ich gehe voll rein. Und ich habe mir gedacht, also, Er war stark. Das war ohne Scheiß mega, ey. Das hat, ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. Das hätte ich niemals gedacht, dass wir das noch gewinnen, ey. Holy moly. Respekt auf jeden Fall, also. Nice. Peter, erklär mal bitte, was waren deine Begriffe da, also mit Tretboot? Du wolltest Bach haben? Ich wollte Bach haben, weil, pass auf, folgende Schwierigkeit. Hätte ich auch getippt, das Wasser. Ja, also Schiff und Bach war für mich die Kombinierung und ich wollte Schwimmer ausschließen. Weil Wasser wäre natürlich sonst Schwimmer. Ich hatte sonst aber also ich habe halt gedacht, Tretboot fährst du nicht auf einem Bach, weil ein Bach ist echt so ein kleines Rinnsal ja irgendwie nur und man fährt aber Tretboot in einem Park. So, weißt du? Und ich dachte, Schiff und Bach verbindest du irgendwie anders, aber nicht mit Tretboot. Das ist schon eine sehr konkrete Art von Boot. Verstehe ich auch, aber ich hatte auch überlegt, ob ich Papierboot zum Beispiel nehme, weil das wäre dann Schiff und Bach, weil du ein Papierboot eher in Bach packst. Aber da gab es noch den Korb. Dann wäre Papierkorb vielleicht was du angeklickt hättest. Wasser konnte ich nicht nehmen. Alles, was mit Wasser zu tun hat, konnte ich nicht nehmen, weil der Schwimmer da war. Ja. Und dann bin ich im Endeffekt so da reingegangen. Dann hattest du aber das Letzte, was du angeklickt hattest, war dann gar nicht mehr der Bach, sondern der Schwimmer. Wo ich dann auch wieder das Problem hatte, dass ich den Bach dann noch anders erklären musste. Okay. Ja, okay, macht Sinn. Und bei komponiert war ich irritiert. Da meintest du dann Bach und Ballett? Genau, so wie ich das dachte, wird eine Ballettvorstellung auch komponiert. Ja, choreografiert. Ja, ich habe einfach gedacht, die Leute hören da klassische Musik. Ich dachte, Ballett hat immer einen Komponisten und einen Choreografen. Weißt, aber warum jede hast Musik du mich einfach komponiert? Also warum auch machst so, du mich? Also da hätte ich Musik, weil das habe ich wirklich so überlegt und dachte, aber warum nimmt er dann nicht Musik? Weil auf einem Fest Musik läuft und wenn du Fest angeklickt hättest, wäre sofort vorbei. Ah, okay. Ja, nee, okay, dann ich verstehe, was du meinst. Aber es war nicht so einfach. Aber Fingerhut war bisher gar nicht. Und Schleuder hattest du gar nicht irgendwo drin, ne? Das ist richtig. Mir die drei Sachen, die jetzt noch übrig sind, super früh überlegt, weil ich die gerne mit Geschick kombinieren wollte, was nicht ging, weil die Katze da die ganze Zeit steht. Ja. Das hätte ich gern gemacht. Ich hätte jetzt zum Schluss noch Verteidigung oder Schutz genommen für Schleuder und Fingerhut, weil du Ballett ja noch im Hinterkopf hattest. Also Fingerhut nicht als die Pflanze, sondern als das Ding, was du beim Nähen oder so benutzt. Ja. Dann hätte man auf jeden Fall. Gut, dann habe ich. Auch wenn es jetzt
nicht das getroffen hätte, dann hätte ich zumindest die richtige Entscheidung getroffen, zu versuchen noch das zu holen. Wir hätten es vielleicht ausmachen können. Ja, genau. Da hatte ich auch Angst vor, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das Ballett war. Und dann ein Zweier kann man machen. Weiß ich natürlich nicht. Aber das nehme ich auf meine Kappe, Peter. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe keine guten Sachen rausgefunden, die mich nicht anderweitig blockiert haben. Ich hatte, finde ich, gute Ideen, die mir blockiert wurden. Und dann hätte ich mir andere gute Ideen einfallen lassen müssen. Und das hat nicht funktioniert. Schatten und Barren. Ey, das gibt's war denn, wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht. Ne, es gibt Dunkeleisenbarren bei WoW. Ich bei Minecraft. Ja. Oder WoW. Stimmt. WoW. Aber ich weiß nicht, ob du WoW jemals gespielt hast. Nee, aber bei New World gibt's das auch. Also Dunkeleisen hat man schon öfters mal gehört. Aber das sind so, da habe ich dann Angst gehabt. Ne? Und Barren war halt so Dunkeleisen ganze Zeit gedacht, geht auf jeden Fall klar. Dunkeleisen ist ein Wort, was es gibt. Ja. Also vielleicht jetzt nicht im gänglich, also vielleicht weiß Olaf Scholz nicht, dass es Dunkeleisen gibt, aber trotzdem normales Begriff. Auch ich habe so am Anfang gänglicher Begriff, den gibt's. Was ich halt so geil fand, ich meine, gut, den ersten habe ich wirklich safe verkackt mit dem Spiel. Ich habe das gesehen, ich denke mir, nein, das darf doch nicht wahr sein. Ne? Aber dann in der zweiten Runde, dass du einfach hier noch, was war das, das unten rechts? So die, du Block und Taste, ich wusste halt nicht, was jetzt, ob Limousine jetzt oder Fest das Richtige ist. Deswegen hatte ich Angst, deswegen wollte ich die anderen Tetris-Dinger machen. Was war denn Tetris? Was, Punkt noch oder was? Punkt hatte ich noch drin, ja. Ah ja, okay, alles klar. Ja. Ja, GG an euch, ey. Respekt. Andi, ich finde, wir haben alles gegeben. Ja. Also in dieser Konstellation steht es jetzt 1-1. 1-1. Irgendwann kommen wir bestimmt nochmal so zusammen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder hat mitgefiebert da draußen. Also ich habe mit den Zuschauern gesprochen. Ach so. Hoffe ich auch. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.